Sehr geehrte Frau Präsidentin, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren auf den Besucherrängen. Es gibt unterschiedliche Motivationen, warum Menschen zu Straftätern werden. Die einen handeln aus reiner Schädigungs-, aus reiner Verletzungsabsicht, wieder andere nutzen die spontane Gelegenheit zu einer Straftat aus. Aber viele Straftaten haben eine große Gemeinsamkeit. Die Grundmotivation ist Geld. Der Täter möchte seine wirtschaftliche Situation verbessern, die monetäre Situation verbessern. Und deswegen ist es naheliegend, dass sich der Rechtsstaat Gedanken macht, wie können wir diese Motivation dem Täter nehmen. Und deswegen begrüße ich es ausdrücklich, dass dieser Entwurf, der uns vorliegt, aus dem Justizministerium den Versuch unternimmt, das Recht der Vermögensabschöpfung grundlegend zu vereinfachen. Bisher war es zu statisch, zu kompliziert, für die Praxis nicht wirklich tauglich. Und er unternimmt auch den Versuch, nicht vertretbare Abschöpfungslücken zu schließen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, das ist die eine Perspektive. Aber wo Straftaten begangen werden, da gibt es eben auch Opfer. Und das Gute an diesem Entwurf ist, dass eben auch das Thema Opferschutz in den Fokus gerückt wird. Denn bei ehrlicher Betrachtung müssen wir auch feststellen, dass wir hier Schutzlücken haben. In der aktuellen Rechtslage ist es so, dass zwar die Strafjustiz bisher Vermögenswerte sichern kann, im Wege der sogenannten Rückgewinnungshilfe, aber das Opfer muss dann zivilrechtlich seinen Anspruch geltend machen. Und Herr Ströbele, das haben Sie vorhin leider nicht beleuchtet, dieser zivilrechtliche Anspruch ist oftmals mit sehr viel Schwierigkeiten behaftet, mal losgelöst von der psychischen Situation des Opfers. Und es ist vorhin schon angeklungen, oftmals entstand dann auch das Windhundprinzip, dass nämlich immer nach dem Prinzip agiert wurde, wer zuerst kommt, mal zuerst. Und es stand vor allem auch ein Risiko im Raum, dass bis zur zivilrechtlichen Realisierung eines Anspruchs Vermögenswerte beiseite geschafft werden konnten. Und deswegen ist es gut, dass nun der Entwurf eine weitere Möglichkeit vorsieht, nämlich eine Sicherstellung durch die Justizbehörden und nach der Rechtskraft des Urteils dann die Verwertung und die Auskehrung des Erlöses direkt an das Opfer und das unter Gleichbehandlung aller Geschädigten. Ich glaube, das ist der große Zugewinn dieses Vorschlags. Wir begrüßen, auch das will ich betonen, außerordentlich, dass der Instrumentenkasten der Vermögensabschöpfung, so will ich es jetzt mal nennen, noch etwas erweitert wird für die Bereiche der organisierten Kriminalität und der Terrorismusbekämpfung. Denn hier ist auch die Einziehung von Gegenständen vorgesehen, die aus einer rechtswidrigen Tat stammen, aber eben die Verurteilung wegen der konkreten Tat, die angeklagt ist, nicht erfolgen kann. Aber bei kritischer Betrachtung möchte ich auch darauf hinweisen, dass nach wie vor für alle Instrumente gilt, dass die Staatsanwaltschaft mehr oder weniger den deliktischen Herkunft des Gegenstandes, des Vermögenswertes nachweisen muss. Und ich möchte, gerade weil wir am Anfang dieses Verfahrens stehen, schon einmal werben, dass wir durchaus auch den Versuch unternehmen, im Rahmen der rechtsstaatlichen Grenzen uns hier ein Stück weiter aus dem Fenster zu lehnen. Und wir sollten definitiv vermeiden, dass wir hinter der aktuellen Rechtslage zurückbleiben. Und da bin ich mir im vorliegenden Entwurf an der einen Stelle nicht ganz sicher. Und dieses Beispiel will ich auch nennen. Wenn Sie jetzt den neuen 76a Absatz 4 des Entwurfs lesen, da steht drin, obwohl es in der Begründung etwas anders ist, dass es um einen Gegenstand gehen muss, der aus einer rechtswidrigen Tat herrührt. Und diese Formulierung ist natürlich wesentlich zielgenauer als der alte 73d. Hier hat es genügt, wenn Umstände die Annahme rechtfertigen, dass der Vermögenswert aus einer rechtswidrigen Tat stammt. Es ist in der Begründung klargestellt, aber wir wissen, dass diese alte Formulierung auch schon auf dem Prüfstand beim Bundesverfassungsgericht stand. Und deswegen sollten wir uns sehr gut überlegen, ob diese Umformulierung nicht unter Umständen zu dem Ergebnis führt, dass wir eine eher seichtere Regelung haben. Ich möchte noch mal ausdrücklich werben für eine Beweislastumkehr, die wir uns vielleicht etwas offensiver überlegen sollten. Ich begrüße ja ausdrücklich den Vorstoß aus Bayern. Wenn Sie in die polizeiliche Kriminalstatistik gehen, dann ist dort zu lesen, dass bei der organisierten Kriminalität die festgestellten kriminellen Erträge für das Jahr 2014 bei 335 Millionen waren
und vorläufig gesichert konnten letztendlich nur 90 Millionen werden. Im Jahr 2013 waren die festgestellten kriminellen Erträge 638 Millionen und demgegenüber nur 85 Millionen vorläufig gesicherte Vermögenswerte. Das sollte für uns Motivation genug sein. Ich freue mich auf die weiteren Beratungen und bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr